Ich will hier einfach raus. Lasst mich hier raus. Ich bin ein Let's Player. Ich will hier raus. Da oben habe ich gerade einen Ring gesehen, den ich gar nicht mehr brauche. Moment mal, 45. Ich brauche nur noch 5 Stück. Ich brauche nur noch 5 Stück. Spiel. Sei einmal nett zu mir. Gib mir noch 5 Ringe. Spiel. Spiel, Spiel, Spiel. 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 Ich hasse dich, Spiel. Ey, die Ice Cap Zone. Oh, die immer noch eine der geilsten Zones, Zonen. Als Stages, Level in Sonic und Knuckles. Und auch als Knuckles, der sich ein bisschen anders sieht, ist sie total geil. Und hier hätte ich noch gewusst, wo es einen Ring gibt. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass ich diesen niemals lebend erreiche, aber mal schauen. Ja, ich glaube, die Ice Cap Zone, die war auch so ein bisschen anders als Knuckles. Mal abgesehen davon, dass er nicht am Anfang schief fährt, so wie Sonic gemacht hat. Hier gibt es den Ring, oder? Yes. Yes. In der Ice Cap Zone. Zur Minute 1. Werdet ihr Zeuge von der Verwandlung des Jahrtausends. Leute, darf ich euch präsentieren den Super Knuckles. Yeah! Ja, Leute, das ist Super Knuckles, aber jetzt, wo ich Super Knuckles sehe, glaube ich ehrlich gesagt, dass es sogar ein Ultra Knuckles gibt. Also Super Knuckles, er ist um einige schneller. Und wir müssen mit ihm hier durch, genau. Hier kommt Sonic nämlich nicht durch. Jetzt haben wir den Knuckles weg wieder. Und er leuchtet richtig cool in rosa. Ja, er ist rosa. Keine Ahnung, warum er rosa ist. Vielleicht fand die Spielhersteller das irgendwie lustig. Und ansonsten, er kann alles, was normale Knuckles auch kann, nur ist halt um einiges stärker. Und kann durch mehr oder weniger alles durchlaufen, wie ihr hier doch unschwer erkennen könnt. Er ist so schnell unterwegs, dass ihn nicht mal die Ringe erreichen, die er mit dem Blitz aufsammelt. Geile Scheiße. Aber nee, ich glaube jetzt ernsthaft, dass es sogar Ultra Knuckles gab. Aber ich glaube, der sah nicht viel anders aus als Super Knuckles. Wobei ich nichts spoilern will, aber ich glaube ehrlich gesagt, der sah sogar ganz genauso aus. Ja, weiß ich nicht, das ist die Frage. Brauchen wir Ultra Knuckles? Ich kann es aber so sagen, ich werde versuchen, ihn freizuschalten. Und wenn es klappt, dann ist gut. Und wenn es nicht klappt, dann ist... Ach, dann ist scheiße. Nein, ich werde Ultra Knuckles auch noch freischalten. Einfach, weil ich so einen geilen Run habe. Den habe ich doch, oder? Ja, man sieht es, den habe ich doch. Ich glaube, ohne Ultra Knuckles wäre ich auch hier schon wieder dreimal gestorben. Beziehungsweise ohne Super Knuckles. Den ich gleich wieder los bin, weil es hier kaum Ringe gibt. Und was so ein bisschen blöd ist bei... Ja, bei Knuckles so gesehen, ist, dass man hier oben nicht lang kann. Nee, Moment. Das meine ich nicht. Okay, unten muss ich lang. Was so ein bisschen blöd ist bei Knuckles... Das ist, dass man... Wenn man Super oder... Ja, wenn man Super Knuckles freigeschaltet hat... Dass man dann ihn so gesehen, dass man dann so gesehen zwingend Super Knuckles aktivieren muss. Denn um zu fliegen, muss Knuckles ja so gesehen doppelt springen. Also zu schweben. Und fürs Klettern muss Knuckles auch doppelt springen. Das Dumme ist, um Super Knuckles freizuschalten bzw. auszulösen, muss Knuckles auch doppelt springen. Bedeutet, wenn man schweben oder fliegen, wenn man schweben will oder wenn man. Was ist was? Also man klettern will oder schweben will, muss man automatisch Super Knuckles freischalten. Das ist so ein bisschen zum Kotzen, aber okay. Was ist dein Auftrag? Möchtest du mir irgendwas sagen? Ist alles gut? Bumm! Bumm! Ah! Ah! Okay. Das war mehr Glück als andere, aber okay. Ich glaube, das Ding haben wir beim letzten Mal auch mit Super Sonic fertig gemacht. Oh, wie gerne würde ich es jetzt auch mit Super Sonic fertig machen. Aber Super Knuckles, er kann dummerweise auch nicht weiter springen, zumindest nicht höher springen, als der normale Knuckles. Das macht die Sache auch nochmal so ein bisschen, ja, extra schwierig. Denn Super Sonic, der kann ja elendig hoch springen und Ultra Sonic mit seinem Sternstoß, der fliegt ja galaxienweit, aber Knuckles, weiß ich nicht. Er ist doch so ein bisschen behindert, was das angeht. Oder sagen wir einfach so ein bisschen eigensinnig, so ein bisschen nicht wie der Durchschnitt
wie der gute Durchschnitt. Und Bums! Ja, es hat gar nichts gebracht. Okay, Eiskappenzone. Moment, heißt das überhaupt Eiskappenzone? Wie heißt die Zone? Ice Cap Zone. Was heißt Ice Cap? Ich hab das früher, als ich noch kein Englisch konnte, immer Eiskappenzone genannt. Und jetzt, wo ich Englisch kann, nenne ich es immer noch Eiskappenzone. Was ist ein Ice Cap? Das ist... Hallo! Was ist das denn hier? Kommt da Stacheln runter? Bin ich aber I wanna be the guy oder was? Ja, wie du auch sei. Aber nee, heißt das Ice Cap oder? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich soll es mal bei Gelegenheit nachgoogeln. Gut, ich mach's sowieso nicht, aber ich sag, weil es sich halt besser anhört. So. Ab durch die reinigen Wasser. Ich hab einen Blitz. Seid ihr bekloppt oder was? Und ihr Pinguine sind auch nicht ganz dicht. Ja, Roboter-Pinguine, die eigentlich gar nicht ins Wasser dürften. Ein riesengroßes Paradoxon. Ich meine, wenn die ins Wasser gehen, die... Oh, hör auf zu schießen, du Mistding. Die gehen doch sofort kaputt. Wenn sie nicht ins Wasser gehen, dann gehen sie doch auch kaputt, oder? Ein Pinguin, muss der nicht im Wasser sein? Muss ein Pinguin zum Überleben im Wasser sein? Die suchen da ihre Nahrung, aber müssen die im Wasser sein? Ach, keine Ahnung. Schreibt es mir in die Kommentare. Jetzt sucht ihr mal bei Google. So, hier geht es hoch. Lohnt es sich, hier hochzugehen? Kurze Antwort, nein! Kostet es nur unnötig Zeit? Ja! Finden wir das toll? Ja, nein. Keine Ahnung, wir müssen so ein bisschen entdecken. Wenn wir nicht entdecken, dann werden wir nicht schlauer. Und wenn wir nicht schlauer werden, dann gucken wir weiterhin meine LPs. Also, ja, Leute, finden wir es doch besser heraus. Gab's hier noch irgendwas? Nein. Abgezogen. Ist das die richtige Richtung? Ja, es sieht nicht schlecht aus, nur wir kommen dem Wasser immer näher und das finde ich so ein bisschen ungeil. Ungeil! Nein! Nein! Was zum? Okay, danke. Yeah! Aber wir kommen ja trotzdem nicht wieder raus, oder? Lol. Ich glaube das nicht. Super Knackels, der säuft. Das was? Was ist das hier für eine Todesfalle? Das ist ein Scherz, oder? Sag mal, ist Super Knackels gerade ersoffen? No comment. Aber ey, was ist das für eine bestialische Todesfalle, Alter? Widerlich. Ich glaub's nicht. Ja, der Sinn ist wahrscheinlich, dass man dann in eine Bonusrunde kommt und nach irgendwo anders wieder neu spawnt, aber... lustig. Ganz lustig. Nein, ich möchte hier nicht nochmal runter. Nicht nochmal runter! Oh! Das kostet Geld. Das kostet so viel Geld. Weiter. Genau. Und wieder nach oben. Yeah! Yeah! Wunderbar, hier waren wir schon. Egal, weiter. Hier kann das Wasser doch immer näher, oder irre ich mich da? Nee, es war anscheinend später, wo das Wasser mal näher kam. Genau, hier bin ich ja sinnfreierweise hochgeklettert. Hier kam das Wasser mal näher. Aber wir wissen ja mittlerweile, dass wir nicht zu weit dürfen. Oh! Uiuiuiui. Wobei, ich habe jetzt ja alle Ringe. Ich glaube, ich sollte einfach nicht mehr so auf Risiko gehen, oder? Der I wanna be the guy Stachel. Alles gut. Ich kenne die Antwort eigentlich. Nein, ich sollte nicht auf Risiko gehen. Ich mach's trotzdem. Einfach. Ja, einfach, weil ich von dem Spiel auch so ein bisschen erkunden möchte. Deswegen gehe ich mal dahin und versuche möglichst viele Gebiete zu entdecken und nicht hiervon getroffen zu werden. Aber das wird mir gerade nur wieder zum Verhängnis. Ich glaub's nicht. Mit Sonic hat die ganze Stelle schon irgendwie 20 Leben oder so. Mit Knuckles habe ich nach einem Continue jetzt wieder 6. Ich sollte ernsthaft öfter in Bonusrunden gehen. Einfach für die Leben. Was, wenn ich in die andere Richtung gehe? Okay. Ne, von hier komme ich, oder? Ja, von hier würde ich dann theoretisch kommen. Also nein. Stirb. Du stirbst auch. Und jetzt langsam, ganz gesittet. Wir haben doch Zeit. Wir haben doch noch 9 Minuten. Ey, aber man wird hier angestiftet, hier einen Spin-Dash zu machen, um hier durchzuräumen, wenn man hier ansonsten nicht durchkommt. Was ist das für ein Betrug? Für ein Betrug.
Ja, und danach bist du direkt wieder am Wasser. Das gibt es doch nicht. So ein unfaires Spiel, du. Wie es aber total geil aussieht. Ich finde diese Stage total geil. Und jetzt ganz vorsichtig. Hier ran, hier hoch. Und bloß weiter. Ballon? Ja, ohne Witz. Ich versuche nicht in die Mitte zu kommen. Wow, das hat ja schon mal grandios geklappt. Aber nur ein Robotnik. Ich habe für den Scheiß, den ich gerade da ausgelöst habe, sogar noch Ringe gekriegt. Damit so zwei Stück waren. Ich will nur die äußeren Ringe. Ich will nur die... Nein, oh nein. Oh, Jackpot, Ring. Tails. Ja, dreimal Jackpot bedeutet 100 Ringe, aber ich glaube, die Chance... Ganz ehrlich. Die Chance, dreimal an einem Tag von einem und demselben Esel getreten zu werden, ist größer als hier Jackpot zu bekommen. Ja gut, wenn man irgendwie auf dem Bauernhof lebt oder so, da ist die Chance wahrscheinlich gar nicht mal so klein, dreimal am Tag vom selben Esel getreten zu werden. Aber ach, darüber will ich jetzt nicht auch noch viel philosophieren. Ich will nur noch 4 Ringe haben. Spiel, gib mir bitte 4 Ringe. 4. Spiel, ich hasse dich so sehr. Na, scheiße. Okay, scheißegal, einfach raus hier. Ein Ring noch. Ein Ring, Spiel, gib mir noch einen Ring. Gib mir noch. Gib mir. Wetten, ich werde jetzt durch irgendeinen Scheiß getroffen oder getötet. Wetten, ich werde jetzt durch irgendeinen... Oh, hier, ja, Robotnik-Dingens. Und hier unten ist mit Sicherheit irgendeine Kacke drin. Ich kletter hier so dran hoch. Ein verdammter Ring. Oh! Fuck you! Oh, Alter! Ja, genau. Und jetzt kann ich nicht mehr abschweben. Also nicht mehr... Ja, schweben. Denn wenn ich jetzt anfange zu schweben, dann... Ja, er verwandelt sich automatisch. Aber wie viel wendiger er gleich ist. Heilige Scheiße. Das ist cool. Oh, und das macht das Spiel um einiges einfacher. Ganz im Ernst. Ja, genau. Komm, töte sie einfach so. Hier oben gab es noch sehr viele Ringe, das weiß ich noch. Ey, wie schnell er nicht klettert. Wie schnell er nicht klettert, ey. Als ob es da oben irgendwas zu gewinnen gäbe. Alter, wie schnell er klettert. Heilige Scheiße. Und wie merkwürdig er abspringt. Egal, da gab es ja halt nichts umsonst, aber... Oh, wie schnell er nicht ist. Ist das geil. Und ich habe wieder 50 Ringe. Hier gab es oben was Tolles, aber hier komme ich nicht mehr hin. Egal. Nur nicht zerquetschen lassen. Und jetzt kommen Rams mir Robotnik weg. Ganz im Ernst. Rams mir Robotnik weg. Komm her, du Affe. Komm her. Ich will dich hier und jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Leck mich. Oh, war das schön. Yeah, Bums. Oh. Wir hätten die Eiskappenzone durch. Und weiter geht's in die Launch Base, die Abschussbasis. Die beim ersten Mal irgendwie in sich zusammengefallen ist, wo wir alles zerstört haben, aber aus irgendeinem Grund gibt es sie jetzt wieder. Ja, Robotnik hat sie anscheinend innerhalb der kurzen Zeit, diese kurze Zeitspanne, in der Sonic von der Insel gegangen ist und so gesehen Knuckles dann wieder die Kontrolle übernommen hat, in der kurzen Zeit hat er so ganz klammheimlich alles wieder von neuem aufgebaut. Ja, die Logik. Die Logik, sie baut es sich so zurecht, wie sie es gerade haben möchte. Es ist wie RTL, es muss keinen Sinn ergeben, aber es ist trotzdem irgendwie da und man wird es nicht los. Ich weiß nicht. Okay, aber machen wir es einfach. Auch diese Fahrstühle, ich meine, das sind total die Science-Fiction-Fahrstühle der Zukunft. Also ich meine, hallo? Ist das ein geiles Scheißding von Fahrstühlen? Ist mal ganz im Ernst. Ist das eine widerliche Roboter-Krake? Auch ganz im Ernst. Hat mal jemand eben 25 Ringe für mich, hallo? 25. Ich hätte gern so ein paar Ringe. Ja, das sind schon mal 3. Darauf kann man aufbauen, aber ich hätte... Yeah! 38, 48, Bonusrunde. Ich würde mal sagen, da hat gleich jemand Super Knuckles. Oh yeah. Hopp! Und 60, wunderbar. Und 70. Und eine leere Blase. Wie schön ist das nicht? Das ist ein Wasserschild. Gibt es auch noch einen Blitz? Hier gab es doch immer Blitz, oder?
Okay, Feuer. Ich will kein Feuer haben. Wasser, Feuer. So, beides doof. Auch wenn mir Wasser eben sehr viel gebracht hätte. Hier gibt es nochmal Ring. Ich will Ring haben. Yeah. Der war viel wert. Ja, einige sind immer relativ viel wert. Hier die oberen, aber ich glaube, das habe ich ohnehin schon erwähnt. Nochmal Ring. Komm, nochmal Ring. In Leben, okay, das geht auch. Aber auf der anderen Seite ist auch mal was Wertvolles, nämlich ein Ring, an den ich nicht mehr drankomme. Ja, es ist schwer, von da aus wieder nach oben zu kommen. Aber ich glaube, wir können als Knuckles auch noch nicht mal bumpern, also mit dieser Blase vom Boden abspringen. Wenn wir es versuchen, dann verwandeln wir uns, ja. Das finde ich so ein bisschen doof gemacht, aber na gut. Man kann nicht alles haben. Ich meine, wir haben hier schon zwei Hauptstränge. Was, wo bin ich jetzt? Was zum... Was, Knuckles, wo warst du gerade? Was, wo geht, wo rennst du hier hin, hallo? Das ist ja schon cool genug, dass wir so gesehen zwei verschiedene... Ja, wie soll man es mal bezeichnen? Doch, ja, Hauptstränge des Spiels haben. Einmal der Knuckles-Strang und einmal der Sonic-Strang. Und der Knuckles-Strang, er ist um so viel einfacher und schöner, wenn man Super Knuckles hat. Wobei, ich glaube ehrlich gesagt, wir verlieren Super Knuckles sowieso am Ende. Da will ich nicht hin. Am Ende des, so gesehen, des Sonic 3 Spieles. Also wie gesagt, wenn wir die Level kommen, die eigentlich in Sonic und Knuckles sind. Boom. Oder sagen wir einfach, wenn wir theoretisch die Super Case Emeralds sammeln können. Was wir ja wahrscheinlich auch werden, also demnach. Oh, so schön viele Ringe. Und nur eine sehr beschränkte Möglichkeit zu sterben. Das ist doch toll. Das war die falsche Richtung. Ah. Das Schöne ist, die meiste Zeit, man muss hier einfach nur... Oh, Blitz! Blitz ist schön. Einfach nur Rennen gedrückt halten, wenn man hier Super Knuckles hat. Nicht mehr und nicht weniger. Einfach nur Rennen gedrückt halten. Der Rest ergibt sich von alleine. Wobei, wenn uns das Ding da trifft, dann sind wir trotzdem instantly tot. Auch als Super Knuckles. Was aber keinen Sinn ergibt, da er jetzt momentan gerade so gesehen der Iron Man des Sonic-Business ist, aber er kommt da nicht drüber. Er kommt da nicht drüber, er kommt da nicht mal Super Knuckles drüber. Aber das funktioniert aus irgendeinem Grund Donner nicht. Wunderbar. War das jetzt gut oder schlecht? Hier liegen Ringe, also wahrscheinlich war es nicht zu schlecht. Okay. Ja, so kommt man hier auch hoch. Ach, das war doch das Gebäude, was einstürzt, oder? Hä, wo... Was? Wo bin ich hier? Irgendwas sagt mir, dass ich da gerade nicht hätte sein sollen. Und hier ist Endboss, okay. Endboss-Time. Und es sind zwei, nicht nur einer, es sind gleich zwei. Und sie können uns überhaupt gar nicht, zumindest solange wir noch unsere Ringe haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja... Normalerweise ein relativ schwieriger Zwischenboss, aber... Fuck off. Was? Okay. Und jetzt kommt, glaube ich, ein ganz neuer Level-Teil, so gesehen. So wie auch schon auf den Angel Islands unter Knuckles. Da hat man auch eine ganz neue Zone oder eine ganz neue Richtung, die man durch den Level gehen kann. Und das hat man hier auch. Man hat hier so gesehen ein Kloaken-Level. Ja, es hört sich schon mal ganz toll an, aber im Hintergrund sieht man schon den, so gesehen, den neuen Hintergrund. Wir sind jetzt so gesehen im Abwassersystem der Launch Base. Ja, so viel erstmal dazu. Ja, Leute, ich bin auch nicht sonderlich stolz drauf, aber was willst du machen? Diese Zone habe ich noch als relativ schwer in Erinnerung. Solange wir keine 50 Ringe haben. Boom. Und nicht du. Nein. Geh weg. Geh du bloß weg. Weil hier vieles ziemlich knapp ist und auch ziemlich viel mit Wasser ist, wenn ich mich nicht irre. An einigen Stellen müssen wir diese Wasser... Ja, diese Abwasserkanalrohre da zerstören. Und dann läuft das Wasser da raus. Und dieses Wasser kriegen wir dann ab. Also das Wasser steigt an. Zu Deutsch, wir baden in der Kloake. Aber, ja. Ja, irgendwann ist auch das vorbei. Nur können wir auch in der Kloake ersaufen. Ja, ich glaube, hier ist einer von diesen Dingern. Und der sorgt dafür, dass das Wasser ansteigt. Was? Moment, das wollte ich diesmal... Das wollte ich diesmal nicht. Ich habe noch nicht gesehen, dass ich schon so viele habe. Ich hätte gerne ein Schild erstmal. Ein gutes Schild. Wie zum Beispiel Wasser.
Wasser ist hier wirklich gut. Blitz ist nicht, sondern Wasser. Ich hätte hier gerne einfach nur Wasser. Das ist Reparatur, die brauchen wir noch gar nicht. Wir haben noch nichts kaputt gemacht. Was soll ich damit Reparatur? Alter, hast ein Wasserlevel und hier kommt nur Feuer raus, ey. Spiel, ey. Bumst dich an die Wand, ganz im Ernst.